Das Gelände an der Franz-Krämer-Allee sieht fast genauso aus wie vor mehr als 50 Jahren. Allein schon der Name Geisbockheim ist sehr speziell. Im Garten des Mannes, der mit dem FC alle Titel gewinnen kann, zuerst als Spieler, später als Manager. Für mich ist der Geisbock das interessanteste Maskottchen der Welt. Ist auch das bekannteste, glaube ich. Denn wer nimmt eine Ziege, um sich damit zu identifizieren? Gibt's nur in Köln. Nur zwei Monate vor Einführung der Bundesliga gibt es das letzte Endspiel um eine deutsche Meisterschaft überhaupt. Im Stuttgarter Neckarstadion gewinnt Dortmund gegen Köln. Rosa, der Dortmunder rechts außen. Unaufhaltsam. Diese Niederlage bestärkt den damaligen Präsidenten Franz Krämer in seinem Wunsch nach einem Wettbewerb jeder gegen jeden. Wir haben natürlich ein Neuland zu beschreiten. Wir wissen alle noch nicht, was vor uns liegt. Ich hoffe aber, dass durch die Bildung der Spitzenklasse, durch die Konzentration der Spitzenkräfte, die Bundesliga das bringen wird, was wir uns so lange in Deutschland ersehen. Karl-Heinz Thielen ist in diesem Endspiel dabei. Jetzt hilft nur noch die Bundesliga, um Kölns Stärke zu zeigen. Dann haben wir einmal nicht so gut gespielt im Jahr und das war leider das Endspiel. Und um das zu verhindern, hat der Franz Krämer dafür gesorgt, dass die Bundesliga gegründet wurde, weil er sagt, à la longue sind wir die beste Mannschaft, dann werden wir auch deutsche Meister. 16 Vereine spielen um den ersten Bundesligatitel. Köln startet beim späteren Absteiger Saarbrücken. Alle Partien beginnen am 24. August 1963 um 17 Uhr. Ein gewaltiger Andrang rund um den Ludwigspark in Saarbrücken. Offenbar sind auch Kameras im Stadion, doch es existieren keine bewegten Bilder mehr vom 2:0-Sieg des FC, somit auch nicht vom ersten Tor eines künftigen Topstars, Wolfgang Overath. Mit 20 Jahren sind Sie deutscher Meister geworden. Da 19 war ich, 19. Wurde dann 20. Genau. Mhm. Es wurden nur 15 Spiele eingesetzt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und Sie haben jedes Spiel gemacht. Was war das Besondere an dieser Mannschaft, ganz in Weiß? Damals. Ja, also ich habe ja ein Jahr, das muss man sich mal vorstellen, war ja ein Jahr gesperrt mit dem Wolfgang Weber. Wir kamen von einem Amateurverein und wurden ein Jahr gesperrt. Das war ja eine Situation, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Die Bundesliga begeistert. 85.000 Fans wollen Köln in Berlin sehen. Und diese Leidenschaft überträgt sich beinahe auf den Reporter. Sprühender Angriffswirbel, begeisternder Lauf. Kluges Freistellen, genau gezirkeltes Abspiel und 1:0 durch Hans Schäfer. Schäfer, der 10 Jahre zuvor Weltmeister mit Deutschland wird. Wolfgang Overath wird es 10 Jahre später. Im Kölner Titeljahr zweifacher Torschütze gegen den späteren Liga-Zweiten Meiderich aus Duisburg. Flanke in die Mitte. Maßgerecht für Overath, der aus vollem Lauf mit dem linken Fuß direkt einschoss. Unhaltbar für Tor. Wie viel kann man als Profi verdienen in jener Zeit? Ich habe verdient 1200 D-Mark im Monat, Grundgehalt. 250 D-Mark pro Sieg, da wir viel gewonnen haben, waren meistens 4 Spiele. Dann habe ich 5000 D-Mark Handgeld bekommen für eine Saison. Und das war natürlich, muss man auch fairerweise sagen, damals viel Geld. Das Vierfache des Durchschnittseinkommens. 3,50 Mark Eintritt müssen wohl überlegt sein. Geschichte schreibt auch der heute 80-jährige Karl-Heinz Thielen. Im Dezember 1963 schießt er alle 5 Tore gegen den ersten FC Kaiserslautern. Dieser Rekord wird erst 14 Jahre später von Dieter Müller, ebenfalls einem Kölner, übertroffen. Nach diesem Abend will Sampdoria Genua Thielen verpflichten. Ich habe daraufhin auch ein Angebot aus Italien bekommen, was ich aber nicht angenommen hatte, weil ich schon 3 Jahre auf der Uni in Köln studiert hatte. Und bis zum Diplom ist mir noch 1 Jahr war. Und das wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Ich habe dann zu Ende studiert und auf Italien verzichtet. 3 Spieltage vor Schluss ist der erste FC Köln vorzeitig Meister. Die Beatles sind auf Platz 1 der Hitparade. Und Köln ist nach einem 5:2 gegen Dortmund der Titel nicht mehr zu nehmen. Overath bleibt Sieger. Und nun verfolgen sie seinen Sport über das Spielfeld. Kurat eilt herbei.
Er wird aber übersportet. Und dann hat Overath noch die Kraft zu einem gefährlichen Schuss. Seit dem 5. Spieltag steht Köln an der Spitze, nur mit einheimischen Spielern. Nur der Trainer kommt aus dem Schwarzwald, Georg Knöpfle. Der FC war zu Beginn der 60er Jahre, was Klasse und Management betrifft, seiner Zeit voraus. Weil wir in der damaligen Zeit mit dem Franz Kramer einen Präsidenten hatten, der so weit vorausschaut wie kein anderer. Wir waren, glaube ich, damals in der Zeit so weit vorne, wie die Bayern heute vor den anderen so ungefähr sind. Unter der Regentschaft von Hennes dem Ersten erhält Kapitän Hans Schäfer die Schale. Köln ist der erste Bundesligameister und der Jubel darüber wird poetisch begleitet. Und das Volk, was hätte es auch anders tun sollen, jubelte ihm zu. Es stürmte den geadelten Rasen des Müngersdorfer Stadions, denn es wollte Tuchfühlung mit seinen Idolen, den Rittern vom lädierten Schienbein. Schon damals ist es für die Presse nicht einfach, überall dabei zu sein. Glücklich, wer etwas vom Buffet abbekommt, der prall gefüllte Gabentisch und daneben der reine Damentisch. Köln wird insgesamt dreimal deutscher Meister. Nach der Bundesliga-Premiere nochmal 1978. Und die einzigen, die am Dom wohl hoffen, dass das nie mehr passiert, sind die, die danach putzen müssen. Die Männer der Stadtreinigung.